Und hallihallo und herzlich willkommen hier zurück in Risen 1. So, ihr seht, dieses Mal ohne den... Irgendwie haben halt meine FPS irgendwie immer Probleme. Dieses Mal ohne... Wahrscheinlich, weil mein Rechner schon so lang läuft. Das könnte sein. Der läuft schon seit, ich glaube, 9 Stunden oder so. Da kann es schon ziemlich an die Substanz gehen. Oh, Alter, das geht ja kaum zu spielen. Ja, in der letzten Folge... Ich muss mich erstmal herzlichst dafür entschuldigen, weil ich habe es wieder nicht geschafft, letzten Donnerstag eine Folge rauszubringen, weil es ist teilweise mit der Schule so schlimm. So schlimm ist das. Ich schreibe 6, 7 Arbeiten die Woche, da hat man echt kaum noch Zeit, irgendwas zu machen. Abhauen kannst du vergessen. Ja, genau. Das könnt ihr vergessen. Oh, das leckt, Alter. Das ist... Okay, also diese Folge mit den FPS ein... Okay, ich bin weg. Mit den FPS-Einbrüchen muss ich... Oh nein. Es geht nicht. Ja. Alles klar. Ich lade nochmal. Guter Start. In der letzten Woche habe ich es nicht geschafft, wegen der Schule irgendwie noch am Donnerstag meine Folge hinzubekommen. Es war einfach so viel und ehrlich gesagt, ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Ich hätte vielleicht noch die 20 Minuten gehabt, das aufzunehmen, und ich hätte auch noch abends meinen Rechner hätte laufen können und damit hätte ich das auch noch eventuell schaffen können, aber ich war so fertig. Ich war noch nie so fertig, also ich war schon oft fertig. Und jetzt hier, Seitenschlag. Haben wir neu erlernt. Nice. Okay, meine Wurzel. Und da muss ich mich ganz herzlich für entschuldigen, aber es ging einfach nicht mehr. Ich hoffe, also jeder, der Abitur gemacht hat, der hat da auch bestimmt Verständnis für, und ich bitte jetzt einfach mal auch für den Rest da ein bisschen Verständnis zu haben. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Vor allem, wenn man dann noch so 2 Videos die Woche rausbringen muss, wobei man ja auch schon Unterstützung von den Rest, also erstmal ein herzliches Danke hier an Klava, dass der... Ach komm hier, ach die Wölfe, ey, die krieg ich ja nie. Erstmal ein ganz herzliches Danke an Klava. Weil der immer... Boah, das leckt, ey. Weil der ja immer dann, wenn ich mal wirklich nicht schaffe, ein Video hochzuladen, und der hat ja genauso viel Stress wie ich, schafft das trotzdem immer noch vorauszuproduzieren und... Oh, ein Sega. Und dann trotzdem immer noch ein Video für euch hochzuladen, sodass ihr eigentlich wirklich nie mal einen Tag... Also ich hatte... Ich glaube, ihr hattet... Boah, One-Shot? Geil. Genau, Leute. Ja, ich glaube, ihr hattet jetzt schon seit... Das ist so strong. Ihr hattet jetzt bestimmt schon seit einer Ewigkeit keinen Tag mehr ohne Video. Und da kann man echt, also da könnt ihr mal euch echt bei Klava bedanken, weil der uns jedes Mal wieder rausreitet, wenn wir es wirklich mal nicht schaffen. Und wir probieren uns auch immer gegenseitig zu helfen. Also, das muss ich sagen, an jeden, der alleine Videos macht, so ein Respekt, wenn ihr es schafft, jeden Tag was zu machen, neben der Arbeit oder neben Abitur oder auch schon neben Schule. Neben Schule hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Oh, 3 Wildschweine. Fuck, das wird jetzt hart. Neben der Schule hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, aber ich mache ja am Ende auch nur Schule. Und, ah, los jetzt. Und, easy. An dir hat sich das Vieh ganz gehörig verschluckt. Genau, geschluckt hat's. Und das ist so schwierig, neben der Schule noch irgendwie was hinzubekommen an Videos, weil das so viel Zeit schluckt. Also nicht das Aufnehmen, die 20 Minuten am Tag, die habe ich sicherlich immer, meistens. Aber, das ist voll geil mit so einer Affenhorde hier hinter ihm her. Aber immer dieses, oh, dieses Bearbeiten und anschließend, dass das alles synchron ist, da muss man auch noch Zeit finden, das hochzuladen. Oh, das ist ganz schön heftig. Also an jeden, der keine Let's Plays macht, überlegt euch echt, ob ihr welche macht. Es schluckt viel Zeit und viel Arbeit. Aber wenn man damit ein bisschen Liebe rangeht, dann ist das alles kein Ding. Dann macht auch die viele Arbeit Spaß. Und ich muss auch sagen, also ich habe teilweise... Los jetzt hier. Und... Oh. Ja, oh. FPS-Lag, aber überlebt. Ich habe teilweise neben der Schule so wenig Zeit und es macht trotzdem, denke ich mir immer, geil, jetzt noch ein bisschen Let's Playen. Aber manchmal geht's einfach nicht mehr, da bist du auch mit deiner Kraft am Ende. Gehen wir uns ja einfach mal ein bisschen AP fahren und
und die Insel erkunden. Ich glaube, das ist auch nicht mal so schlecht. Da sehen wir auch mal ein bisschen was. Und nicht nur immer... Bam, bam. Und dich kriegen wir auch. Los, du fällst da hinten runter. Ach, kannst du gar nicht. Oh, fuck. Sorry. Das Vögelchen kann wieder fliegen. Schön. Und wenn man da ein bisschen Spaß dran hat, dann ist das so geil, das Spiel. Also, nicht das Spiel. Das Let's Play an sich macht richtig viel Spaß. Und wenn man auch mal ein bisschen vorproduzieren muss, das heißt ein bisschen, wir produzieren teilweise richtig weit vor, also weil wir so wenig Zeit zwischen da, also neben der Schule haben, da geht das manchmal gar nicht anders, als mal ein wenig vorzuproduzieren. So, aber jetzt zurück zum Spiel, weil wir haben jetzt hier so viel über Schule philosophiert, 5 Minuten fast, mein Gott. Das geht ja gar nicht. Wir müssen jetzt hier über das Spiel reden. So, wir haben jetzt hier Seegeier. Ich krieg dich, du Schwein. Eigentlich total easy Gegner. Also das sind hier so die richtigen Opfer im Spiel. Aber hier die Stachelratten. Die haben's. Faust dick hinter den Ohren. Hier der Stachelrattenlacker, so wie Klaber mich genannt hat. Oh, oh. Wow. Wow. Wow, das Vieh hat verfehlt, Alter. Das hätte, wenn das mich gefokust hätte, da wäre ich so tot gewesen. Goldblatt. Ich lecke mal so mit meinen. Mach ich immer. Das ganze Display. Gut, dann bleibe ich so lange. Ach so, hier. Bisschen warten die. Okay. Alles klar, hier wird es denen dann zu heikel. Gut, dann gehen wir mit denen auch zurück. Gut. Ja. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter, Leute, genau. Und ja, ich hoffe jedenfalls, dass ihr das da versteht, dass ich nicht immer Zeit dafür habe. Und ich habe ja vor einer Stunde, dürfte der Upload erfolgreich gewesen sein für das Türchen Nummer 8. Und da habe ich gesagt, ich erwähne es auch hier nochmal, dass wir das nochmal richtig klären mit der Verlosung, die am 24. erfolgt wegen der Türchenfolge. Und das wird auch so sein. Also ihr werdet irgendwann mal ein Video finden, wo wir nochmal genauer klären, was wir denn jetzt machen am 24. Wie ihr gewinnt, wie ihr teilnehmt, welches... Oh, hier. Oh, was denn hier? Hier speichern wir mal. Das sieht hier tricky aus. Wie ihr gewinnen könnt, welches Alter ihr haben müsst, was ihr machen müsst, damit ihr gewinnt und wie wir euch das überreichen, zusenden, etc. Das wird alles noch geklärt. Oh, Skelette, Alter. Wie hart. Skelettkrieger, Alter. Boah. Ach du Scheiße, ach du Kacke, Alter. Jetzt habe ich mich hier aber übernommen. Leute, Attacke. Wir sind in der Überzahl. Haut durch. Los. Was macht ihr denn? Los. Und. 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 Und links. Und rechts und eins und zwei und drei und eins und links und rechts und rechts und rechts. Die verdammten Biester lernen es wohl nie. Das Vieh ist erledigt. Aber richtig erledigt. Oh geil, viele Tränke dabei gehabt. Und Knochen und Gold. Das ist gut. So. So ein Loot will man sehen. Einfache Truhe. Was finden wir hier in einer einfachen Truhe? Ah, fuck. Okay, also rechts, links. Rechts, links. Sehr gut. So, Pfeile, Heiltrank und ein Flügel. Na gut. Der Heiltrank ist gut. Den brauchen wir in letzter Zeit öfters. Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht mit Alchemie uns selber welche brauen sollten. Rostiger Zweihänder und ein kleiner Schild. Na gut, das ist jetzt eher Goldmünzen. Sehr geil. Goldmünzen und ein Steinplatte. Aha. Was machen wir denn mit so einer Steinplatte? Die müssen wir bestimmt wieder irgendeinem Magier hier bringen. Der uns dann hier... Fett die Babo-Sprüche. Pilz. Pilz? So enden wir alle mal. So enden wir alle mal. Eine Schaufel. So enden wir alle mal. Ja, so enden wir alle mal. Weiser Spruch. So, da sind noch Wölfe. Wie viel EP brauchen wir denn noch bis zum Level Up? Wir brauchen noch... Steht das irgendwo? Nein, steht nicht. Schade. Doch, hier oben. Erfahrung. Ah, wir brauchen noch fast 3000. Okay. Okay. Wölfe sind immer
richtig scheiße. Also in Gothic 1 gehen sie noch. Also nee, in Gothic 1 gehen sie gerade nicht. Ah, jetzt hier und... Oh, easy. Um die Ecke gebracht. In Gothic 2 gehen sie noch. Also hier Gothic 2 ist ja der Vorläufer von Risen 1. Nee, ist nicht der Vorläufer. Gothic 3 ist der Vorläufer von Risen 1. Aber sozusagen ist er auch der Vorvorläufer. Ja, der Vorvorläufer, das trifft's. Oh, eine Gold... Oh, geil, hier ist eine Goldader. Da muss ich später nochmal hin. Da kriegt man nämlich richtig fett Gold raus. So, und hier der ist Seegeier. Dem hauen wir die... Dem polieren... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Geht mit, geht weg, geht weg, geht weg. Okay, hier machen wir aus der Entfernung mit. Okay, easy. Weggesniped. Oh, weg. Oh, da hat er ausgewichen, ey. Das ist evil. Okay, hab ich da getroffen? Ja, ich glaube nicht. Okay, den Seeker, den haben wir aber getroffen. Und Craig. Okay, den haben wir auch. Und hier die unsere Babos, die machen hier. Okay, den haben wir auch. Nice. Darf man nicht lange fackeln. Genau, Junge. Deshalb habe ich euch auch machen lassen. Weil, der liegt jetzt da unten. Da gehen wir jetzt mal nicht ran. Wir nehmen mal lieber noch einen Heiltrank. Und vielleicht noch einen, sonst kommen wir ja echt nicht mehr ran. Oh, die Kampfstäbe, die können wir später... Die sind 180 Gold wert, habe ich gerade gesehen. Die können wir später bestimmt richtig geil verhökern. So, ich hoffe, das ist mein... dieser Folge okay. Dass ich hier einfach mal durch die Pampa renne. Ah, komm, Junge, und. Du Keiler, du, Alter. Was bist denn du für ein Hund? Walla. Das? Ist das wahr? Nein, wo habe ich denn das letzte Mal geladen? Ach, hier. Oh Gott, Alter. Scheiße, zweimal schon gestorben in der Folge. Das geht ja gar nicht. In 13 Minuten. So, genau, kurz SMS gelesen. Oh, oh, oh. Hier gehen wir, haben wir ja gelernt, hier gehen wir lieber mit der Armbrust ran. Weil so viel Leben haben wir nicht mehr. Und wir haben uns echt hart treffen lassen von. Und das ging echt nicht an. Vier Seeger, ja, die kriegen wir hier nur mit den Jungs. Ah, da können wir richtig schön die Insel abfahren. Ich weiß noch gar nicht, ob es hier auch so ist wie... Oh, geil, den Seeger, ja, den haben wir weggemacht. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist wie in... Gothic. Komm, jetzt hier Schnetzel... Ah, easy. Oh, Alter. Oh, da haben wir jetzt hier aber. Die Weißen haben... Warum jetzt? Nein. Nein. Fuck. 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 Scheiße, da können wir jetzt hier nicht mehr weiter. Oh. Waffe weg, du Hund. Junge, da ist ein Stachelratte. Gut für dich. Ich bin weg. Yo. Ciao. Nein, wir wollen hier nicht. Wir wollen das nicht. Ja, ciao, ciao. Ich springe jetzt hier einfach mal wieder zum Banditenlager. Das war jetzt richtig scheiße. Das war jetzt richtig kacke. Ah, Mann, nee, da hätte man so viel farmen können. Jetzt müssen wir hier nochmal einen Heiltrank schlucken. Hier die Stachel, aber die kriegen wir noch. Also so eine einzelne Stachelratte. Ja, einzelne sind kein Problem. Die kriegt man über die Hütte gejocht. So jetzt. Keiner weiß, was über die Hütte gejocht heißt, aber es heißt halt so, wie es heißt. Und wir haben ja gesagt bekommen, Broga und Olaf, die wollen uns das später noch irgendwie heimzahlen. Da habe ich jetzt schon richtig Schiss vor. Weil wenn Broga und... Wie hieß er? Robert oder wie? Nee, Robert war vorne der... Nee, wir warten Robert. Robert war oben der Bauer. Der Sumpfbauer. Der... Olaf, hieß er Olaf? Keine Ahnung. Der da stand, warte, jetzt guck mal direkt mal, wie der heißt. Oscar. Verschwinde, du Dreckskerl. Wenn die beiden sich zusammentun, dann wird's richtig eklig. Gibt es was Besonderes? Rachel mag uns auch nicht mehr, wir haben uns hier total unbeliebt gemacht im Lager. Aber wir haben von Fitcher den Auftrag bekommen, den Tempel zu machen. Und das haben wir ja in der letzten Folge. Jetzt haben wir erstmal ordentlich EP gefarmt. Speichern wir nochmal.
Und jetzt können wir bei Fincher das Ganze ab... Fincher ist er. Weißen an der kleinen Tempelruine sind Geschichte. Sehr gut. Don Esteban wird mit dir zufrieden. Mit mir kann man auch zufrieden sein. So, oder? Dann wird es jetzt Zeit, die Schätze aus dem Tempel zu bergen. Die Arbeiter müssen die Artefaktkisten, die die Weißen gesammelt haben, ins Banditenlager bringen. Gut. Gut. Ich werde mich darum kümmern. Ein Mann der Tat. Das wird dem Don gefallen. Sag mir Bescheid, wenn du es erledigt hast. Hab ich jetzt kein Gold bekommen, Mann? Jetzt habe ich hier alle Krieger zusammengejucht. Oh, das ist ja fies. Jetzt habe ich hier alle Krieger zusammengejucht und denen gesagt, hier, kommt mal mit, wir zerschnetzeln jetzt. Und dann haben wir auch zerschnetzelt. Ich habe einen neuen Job für dich. Ach nee, mal lass mich raten. Kisten schleppen. Ganz genau. Die Kisten am südöstlichen Tempel sollen hierher gebracht werden. Beweg dich. So eine Scheiße. Ich hätte Kämpfer werden sollen. Na gut, bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Bin unterwegs. Danke, Dwight. Danke. So, da gibt's auch noch mal ein bisschen Erfahrung für. Das ist gut. Weil wir brauchen nur nach 2025 Erfahrung. Dann haben wir schon wieder ganz schön 20 Lernpunkte. Und wir haben ja auch 800 Gold. Das heißt, wir können uns ordentlich die Stärke... wir können uns ordentlich Stärke hochmachen lassen. So, wo waren denn jetzt noch die Arbeiter? Da war noch ein Arbeiter. Und dort waren dann noch zwei rechts von mir, glaube ich. Du brauchst nicht mehr hier im Sumpf herumwühlen. Was denn? Krieg ich endlich einen neuen Auftrag? Ja, die Artefaktkisten am südöstlichen Tempel. Sehr gut. Das wurde aber auch Zeit. Ich bin schon weg. Danke, Enrico. Danke. Schön, dass du so einsichtig bist. So, und du warst Danny. Die Artefaktkisten beim südöstlichen Tempel müssen geborgen werden. Aber da sind doch die Weißen. Jetzt nicht mehr. Ah, sehr gut. Dann mache ich mich sofort an die Arbeit. Danke, Danny. So, sonst noch wer? Ich glaube nicht. Ich glaube, es waren nur drei. Vielleicht können wir jetzt noch Hawkins hier irgendwie... Die Artefaktkisten an der kleinen Tempelruine müssen geborgen werden. Was denn noch alles? Ich mache ja schon, was ich kann. Tatsächlich? Warum sitzt du da noch hier herum? Richtig. Deinen Arsch. Ja, ja. Schon gut. Ich gehe ja schon. Easy. So, jetzt haben wir noch... Jetzt brauchen wir noch fast 2000 EP. Aber die kriegen wir auch noch irgendwie zusammen. Wir hätten es mal probieren können mit dem Troll da vorne mit all den Kunden. Scheiße. Das hätten wir packen können. Fincher. Die Sache mit den Artefaktkisten am südöstlichen Tempel hat sich erledigt. Gut, dann verfolge jetzt weiter deine Aufgaben. Ich überlege mir in der Zwischenzeit, was als nächstes zu tun ist. Sehr nice. Kannst du mich im Kampf unterrichten? So, wir könnten jetzt eigentlich... Ja, komm. Ich will stärker werden. Gut so. Stärke braucht man immer. Stärker werden. Weiter so. So, jetzt haben wir wieder fast... Jetzt haben wir über 500 Gold ausgegeben. Ich habe mich um das südöstliche Artefaktlager gekümmert. Ja, ich habe schon gehört. Gute Arbeit. Das muss ich dir lassen. Hier, ein paar Münzen von meinem Haufen für diese gute Arbeit. Alter, der Babu hier. 100 Gold. Nice. So, wir haben jetzt ordentlich viel gemacht in der Folge. Wir haben viele EP gefarmt. Und ich muss mich auch ein bisschen für entschuldigen. Meine Stimme ist heute irgendwie total müde. Ich bin auch total müde. Immer noch wahrscheinlich der Schulstress. Deshalb, nächsten Donnerstag wieder auf jeden Fall eine Folge. Ich werde es diesmal schaffen. Ich werde mich richtig bemühen. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen. Bye, bye.